First Dates, Take Me Out, die ganzen Dating-Shows, Dinner, Date, wie sie alle heißen. Ist das überhaupt echt oder ist es nicht echt? Wir waren beide schon in einigen Shows gewesen, bei mir schon ein bisschen länger her. Claudia, freue ich mich, dass sie bei mir zu Gast ist. Sie wird auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sie alles so erlebt hat und wie die Shows eigentlich wirklich ablaufen. Bis gleich. Herzlich willkommen, mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin von mittlerweile 6 Beziehungsbüchern und Beziehungsmanagerin. Ich verhelfe zu glücklicheren Beziehungen. Ich freue mich sehr, dass Claudia heute wieder zu Gast bei mir ist mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Nämlich, es geht um Dating-Shows. Wir waren ja beide auch schon in Dating-Shows gewesen. Die Claudia erst kürzlich nochmal in einer. Und sie hat ja echt ein paar sehr spannende Erlebnisse gemacht, wie die genau aussehen. Möchte ich euch jetzt eben mit ihr aufklären. Erstmal herzlich willkommen, danke, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, danke dir, dass ich wieder mal auf deinem Kanal sein darf. Genau, du hast ja auch einen eigenen Kanal, also findest du auch unten drunter in der Box. Wenn du sagst, cool, dass ihr nochmal zusammen ein Video macht, spannendes Thema, dann gib uns doch jetzt schon mal ein Like. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins Eingemachte. Erzähl doch mal, in welchen Shows hast du denn schon mal mitgemacht? Ja, also wir reden jetzt von Single-Shows vor allen Dingen, weil ich bin ja Langzeit-Single, wobei ich da auch nicht denke, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin, aber ein schwieriger Fall. Und das erste war Take Me Out vor, ich glaube, 6 oder 7 Jahren. Und es war auch wirklich witzig, aber ich muss sagen, Take Me Out war halt, ja, man hat ziemlich viele Anweisungen von der Regie bekommen, was man da machen sollte. Also zumindest bei mir war das so, ich war halt ganz vorne, so direkt sichtbar. Und man wollte halt die jungen Männer, die dort antraten, dass die auch genommen werden von irgendwelchen Frauen. Und deswegen hat man dann halt die Damen gebeten, da nicht wegzubuzzern. Also wenn man gebuzzert hat, dann war der Mann durch. Und manche Typen waren halt so komisch, dass man sich gewundert hätte, wenn da nicht alle gebuzzert haben. Ah, okay. Aber es haben halt nicht alle gebuzzert, weil okay, die haben halt dann größtenteils die Regieanweisung bekommen, jetzt bitte nicht buzzern, weil du wirst dann mit dem gehen. Und bei mir hat man halt, weil ich immer bei allen gebuzzert habe, gesagt, wenn du jetzt nochmal buzzerst, dann fliegst du. Ah, okay. Und dann habe ich nochmal gebuzzert und auch im, also ich hatte diesen Ohrstecker und habe gesagt, der Wichser kann mich mal. Muss wahrscheinlich einen Piepton raussetzen. Piep, also der Piep kann mich mal. Und ja, und dann hieß es ja, Claudia, tschüss, ne? Wir haben jetzt einen Ersatz für dich. Und meinte ich, ja, gut, dann ist es halt so. Kann mir ja wurscht sein. Also man macht es ja nicht wegen dem Geld, sondern krass, weil man eigentlich Spaß hat, an so einer Show mitzumachen. Und einfach zu zeigen, wie man ist und dann auch, was man sucht. Nur das war für mich ein Zeichen. Bei Take Me Out würde ich persönlich jetzt krass nicht nochmal mitmachen. Ich war da tatsächlich auch im Casting. Ja. Ja, bin ich ja froh, dass ich da nicht dabei war dann später. Ja, ich war auch eine der wenigen, die wirklich noch gecastet wurden. Alle anderen waren dann von Agenturen auch. Von ach so, okay. Ja, also voll viele, die waren schon bekannt, dass die in allen Shows mitmachen. Oh. Finde ich ja auch nicht dramatisch. Mein Gott, soll ja alles sein, wie es ist. Aber es war halt für mich, wo ich sagte, total unseriös und mega okay, fake und... Ja. Also da schon mal Daumen runter dann eher leider. Damals, vielleicht hat es sich geändert. Es ist ein unterhaltsames Format und ich verstehe jeden, der es gerne guckt. Es ist echt lustig. Ja, auf jeden Fall ist es unterhaltsam. Aber ich frage mich dann auch immer, die Mädels da sind so unfassbar schlagkräftig. Sind die auch, sind die auch. Sind also die wirklich? Das ist, wirklich? Das ist echt, wow. Also nur es wird halt gesagt, wer halt drankommt. Also wenn halt jemand schon bekannter ist oder der wird dann halt öfters, darf der einen Satz sagen. Also ich weiß selbst, das sind wirklich Mädels, die sind wirklich super lustig. Also die sind wirklich so. Also die Mädels sind echt so. Die sind das, echt das so. Das ist ja schön, wenigstens. Nur ob dann einer zu Wort kommt. Also ich hätte da auch 20.000 Kommentare sagen können, aber man hat mich nur einmal zu Wort gelassen. Ja. Und dann war es dann auch so. Ich meine, da sind 30 Mädels, da kann man nicht jeden zu Wort kommen lassen. Es gibt aber tatsächlich welche, die sind einfach schon... Die gehören da zum Team dazu und die dürfen halt auch öfter zum Wort kommen. Ah ja, interessant. Ja, krass. Also okay, das ist echt super spannend. Ich hatte, vor ein paar Jahren war ich bei First Dates dabei, habe ich auch schon ein anderes Video zu gemacht. Da hatte ich ja auch mit jemandem, der eben mit mir in der gleichen Show gewesen ist, auch drin gewesen ist. Da muss ich sagen, das war ein echt sehr, sehr cooles Format und das war auch alles echt.
Das hat richtig Spaß gemacht, es war ein tolles Essen und das war auch ganz spannend. Du bist dann auch so geheim gehalten worden hinter den Türen und ja, check, 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 ne, jetzt hier, da geht einer aufs Klo hier und ne, alles verriegeln, tück, 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 damit man sich nicht sieht. War schon echt lustig, wie so im James Bond-Film. So, ja, war eine coole Geschichte, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wie war dein Datingpartner? Hat der gepasst? Hat man sich Mühe Nee, gegeben? überhaupt nicht. Also ich hatte gesagt vorher, ich gucke auf Schuhe und ich glaube, der hatte dann rote Schuhe an. Also die Schuhe waren außergewöhnlich. Also, aber mein Datingpartner hatte leider überhaupt so gar nicht zu mir gepasst. Das war schade. Wir hatten einen sehr unterhaltsamen Abend. Das war witzig, aber so von der Chemie her absolut leider überhaupt nicht. Das, Ja, schade. Ja, also ich habe ja dann jetzt, ihr seht hier schon einen Herren im Hintergrund. ja. Das ist mein Datingpartner gewesen und ja, er ist Bei sehr Dinner Date freundlich. aber. Das war jetzt, Bei ne? Dinner Dinner Date. Date hieß das. Genau, Dinner Date. Genau, also super spannend. Das wollen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer anschauen, wie das denn so gewesen ist. Wenn du sagst, du hast vorher schon nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht, wie kam es dann dazu, dass du sagst, ach, sowas mache ich jetzt aber trotzdem nochmal mit? Wir sind ja viele Jahre vergangen und Naja. irgendwann kam dann auch so per E-Mail so der Aufruf, wir suchen so Singles und mit Kochen. Und ich bin ja jemand, der auch gerne mal mit meinem veganen Essen an die Öffentlichkeit geht und sagt, vegan Essen ist lecker. Und dann Ja. dachte ich, dann kann ich das doch verbinden. Ich kann einmal zeigen, dass man vegan lecker was zubereiten kann. So eine Ja. Kochshow finde ich immer toll. Und ich kann einen Mann kennenlernen und ich fand das irgendwie witzig. Also ich habe das gar nicht jetzt so super ernst genommen. Ja. Aber natürlich die Castings, also die Telefonate, die man geführt hat, die waren schon sehr ernst. Da musste man schon sagen, was geht gar nicht, was sucht man. Und ich habe, glaube ich, gefühlte 100 Mal gesagt, dass ich auf Männer stehe, die selbstständig sind, die nicht, ja, ich sag mal, ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch. Das sollte schon einer sein, der jetzt auch Unternehmer ist oder selbstständig oder Künstler, ein kreativer Kopf. Und war dann auch etwas überrascht. Ich möchte jetzt nicht zu so viel Okay. vorwegnehmen, denn wir werden ja gleich gemeinsam uns das Dinner-Date anschauen und vor allen Dingen die Szenen, wo vielleicht ich auch wirklich eine Katastrophe war. Denn darf man schon vorwegnehmen, wie er sich entschieden hat? Oder wollen wir das auch am Ende erst auflösen? Wir warten vielleicht in der Mitte. Wir warten noch einen Moment, Okay. ob es vielleicht doch noch zu einem zweiten Date mit euch gekommen ist. Ja. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob an dieser Stelle. Ich habe eine Sache. Da hatte er auch gesagt, er findet, er war 2 Jahre mit einer Frau zusammen. Gucken wir uns Ist, an. kommt da auch noch? Okay, Wir gucken super. uns die Dann. Sendung an und vielleicht noch kurz erklärt, weil wir ja nicht alle Szenen anschauen. Also Dinner Date ist ein Format, da ist ein Mann, der darf sich aus 5 Menüs 3 aussuchen. Und diese 3 Menüs sind natürlich, also hinter jedem Menü steckt eine andere Frau. Und dann darf er diese 3 Frauen besuchen zu Hause und sich verwöhnen lassen kulinarisch. Und dann schaut man, ob die Chemie gepasst hat. Und ganz am Ende wählt er aus diesen 3 Frauen dann sein Herzblatt, was er dann nochmal selber zum Essen einlädt. Genau, so ist das Format und ja, dann. Dann gucken wir mal, ob das ein Geschmackserlebnis Genau. wurde. Genau. Sonst ich nehme den Laptop, Ja, du sagst super. immer, wann Genau, Stopp ist. perfekt. Genau. 3 Frauen an 3 verschiedenen Tagen daten, macht man natürlich alle Tage. Eigentlich bin ich eine männliche Politesse. Oh, sympathisch. Nennt man übrigens Politeur. Und sonst so? Ich bin Ärger. Eine männliche Politesse nennt man Politeur? Wusste Wusstest ich du auch nicht. das? Oder Nee. ist das jetzt ein Spaß? Oder nennt man das Politöse? Ich weiß es nicht, aber gibt es nicht auch so eine Reinigungsmilch-Politur? Politur. Achso, ja. Also, der Mann ist alles, Reinigungsmilch und Politesse in Und einem. Politöse. Kennst du diesen Begriff? Politöse. Sag es doch mal, ob du die Politöse kennst. Ja. Wusstest du das vorher schon? Nein. Wusstest du da noch nicht? Wusste ich Okay. nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich direkt abgesagt, weil ich wollte ja einen Keine hübschen, ich Politöse. wollte ja einen freiberuflichen Mann, der halt nicht, der halt frei ist, so wie ich, selbstständig und ich stehe da einfach mehr drauf, wenn ein Mann auch so wie ich viele Freiheiten hat. Ich habe halt keinen 9-to-5-Job und das passt ja nicht, wenn der Mann dann immer 17 Uhr sagt, ich habe jetzt hier Feierabend, mein Chef geht mir auf den Sack, wenn ich sagen muss, ich bin mein eigener Chef. Ich kann mir solche Gespräche gar nicht mehr anhören. Die langweilen mich einfach, wenn einer über seinen Chef meckert, dann soll er sich halt selbstständig machen. Gibt bestimmt auch Ausnahmen an Männern, aber ich sag mal, das hat mich jetzt nicht so umgehauen, als ich das erfahren habe. Wir machen mal weiter. Da bin ich dann sehr genau, pedantisch und wenn das dann nicht klappt, dann bin ich natürlich gestresst. Ich setze mich dann manchmal sogar selber so ein bisschen unter Druck und ist. Sehr genau und pedantisch, sagt er. Wie passt das denn so zu dir?
0,0. Ich habe noch im Telefoninterview gesagt, ich bin totales kreatives Chaosköpfchen und bei mir ist auch nicht immer alles so blitzblank geputzt und ja, also absolutes, ich sag mal, im Chaos ist für mich die Ordnung. Ich bin auch nie jemand, der länger als eine Woche vorplant. Da werde ich verrückt, wenn ich schon weiß, oh, ich habe nächste Woche so viele Termine, kriege ich schon einen Hals. Also ich lebe echt am liebsten so, hört sich vielleicht doof an, aber in den Tag hinein. Ja. Das liebe ich mega. Und ja. Super Voraussetzung, klingt das für ein sehr tolles Date, wie mit Chaos aufs Auge, mit wirklich einem blauen Auge. Okay. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Single. Die letzte Beziehung habe ich beendet, weil ich habe mich einfach nicht verliebt. Ich bin viel zu früh von der einen Beziehung in die andere gehüpft. Was bietest du mir? Das ist wirklich was, da kriege ich so ein bisschen Puls. Ne? Also da habe ich echt gedacht, als du gesagt hast, ah, guck mal, ne, ist jetzt so mein Sänger. Und dann, als ich diesen Satz gehört habe, habe ich echt gedacht so... Also du meinst, nach 2,5 Jahren hat er sich getrennt, weil er... Nein, er sagt ja ganz genau, er war 2 Jahre mit jemandem zusammen. Ja. Und da habe ich mich nicht verliebt, irgendwie so, ne? Nach 2 Jahren. Also, die arme Frau. Oder? Also 2 Jahre mit einer Menschen zusammen zu sein, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, und dann nach 2 Jahren zu sagen, ey du, weißt du, was ich dir sagen wollte? Ich habe dich nie geliebt. Du kannst gehen. Boah, das ist mir mal mit Anfang 20 das passiert. Das ist echt hart. Also, da hatte ich so einen Franzosen. Das war so ein süßer Kerl und ich war total verliebt, aber ich war ein bisschen dicker. Ich hatte irgendwie 3 Kilo mehr auf den Rippen. Ich war jetzt nicht dick, aber der meinte irgendwann zu mir, ich wäre ein bisschen zu moppelig und er könnte sich nicht in mich verlieben. Und dann hat er mich 5 Jahre oder so später wiedergesehen, da war ich so wie jetzt. Und dann meinte er direkt, ob ich nicht mit ihm nochmal mich daten will. Also ich habe so einen Hals bekommen, ich dachte, was für ein ekliger Typ, als ob ich den nochmal jemals date. Aber mit dem war ich auch 3 Monate... liiert. Natürlich hatten wir auch Körperkontakt. Da konnte er nicht Nein sagen. Da konnte er nicht sagen, du gefällst mir nicht. Mm. Und dann sagt er, konnte sich nicht in mich verlieben. Also er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, sich irgendwie mit mir wirklich zu beschäftigen. Kennenzulernen, ja. Er hat sich immer nur von sich erzählt. Seine Bilder, die er malt, seine Sachen, die er macht. Und ich war aber auch viel zu relaxed und habe immer gedacht, ja, wenn es dir nicht interessiert, was soll ich dem jemand, der es interessiert, erzähle ich meine Sachen. Ich habe ja genug zu bieten. Hat den Scheiß interessiert. Also diesen Mann, muss ich sagen, den kann ich bis heute nicht angucken. Da kriege ich echt so eine, ja, nicht Hass, aber da kriege ich so, wo ich sage, boah, was ein gemeiner Typ einfach. Ja, vor allem, man geht ja davon aus, dass, also die Frau hat mit Sicherheit, war sie verliebt in den, kann ich mir gut vorstellen. Also, weil normalerweise ist man ja jetzt nicht 2 Jahre in einer Beziehung, nee, und sagt so, du, ich war nie in dich verliebt und ich habe mich auch nie in dich verliebt. Ich dachte, vielleicht kommt es irgendwann mal noch ja, mal. Ja, so beim 10. Orgasmus. 80 oder so. Wie findest du das denn, dass man über Jahre mit einem Partner oder Partnerin zusammen ist und dann nach Jahren erfährt, du, aber geliebt habe ich dich nie. Kannst gehen. Ja. Bin ich gespannt. Ja, wie gesagt, bei mir war es ja nur 3 Monate, aber das hat schon richtig wehgetan. Das tut schon weh, ja. Es hat sehr wehgetan. Zumal er, also ich dachte wirklich, jetzt habe ich endlich mal eine vernünftige Beziehung hier, so ein netter Typ, sieht süß aus und alles. Ja, Pustekuchen. Ja. Also 2 Jahre und dann sagt mir so ein Mann sowas. Also wenn ich an der Frau stelle wäre, puh. Das hast du ja wahrscheinlich auch erst gehört, als du die Sendung gesehen ja, hast. Ja, ja, das hat er mir ja nicht erzählt. Und wie fandest du das dann, als du das gehört hast auch? Ja, ich dachte mir, okay, sind halt Männer. Ne? Männer sind halt manchmal so. Die können ihre Gefühle nicht ausdrücken. Die wissen immer erst, wenn sie es nicht haben. Vielleicht nicht immer. Also ich glaube, da kommt jetzt ganz viel Shit ja zu unten drunter. Aber viele Menschen, auch Frauen, die wissen ja erst, dass sie nicht lieben, wenn sie sich in jemand anders verlieben. Dann sagen sie, oh, ich habe wieder so ein Feuer. Aber ich glaube, es geht nicht nur darum, immer nee, diesem Feuer zu folgen. Das Feuer ist immer am Anfang da. Ja, genau. Und das nimmt ja dann irgendwann ab. Und dann wird ja aus dieser Verliebtheit wird Liebe. Und Liebe ist Zugehörigkeit, Partnerschaft, Vertrauen, Gemeinsamkeiten, dass der andere da ist und dass man einfach merkt, okay, das ist einfach ein total wichtiger Mensch in ja meinem Leben. Ich möchte nicht mehr missen. Und das ist ja dann Liebe. Ja, schauen wir mal weiter, würde ich sagen, ob da noch mehr Klopper kommen. Im wahrsten Sinne. Ja, ich denke mal, dass ich schon ein toller Mann bin für eine Frau, weil ich auch halt alles der Frau geben würde, was sie möchte. Nur keine Liebe. Wie sollte meine Traumfrau aussehen? Ja, ich mag auf jeden Fall lange Haare,
Dunklere würde ich bevorzugen, so braun oder schwarz. Hast du gute Chancen? Coole Augen, gefallen mir auch ganz gut. So einen kleinen Po in Hose, kann auch ruhig ein bisschen kleiner sein. Po? Ja, und coole Augen, schwarz. Zeig doch mal. Gerade festgesessen. Gelsenkirchener Kartoffelturm, oder wie hieß es? Der Gelsenkirchener Kartoffelturm und die Frikadellen. Ja, wie also, findest du Frikadellen? Ich bin ja vegan und ich hatte ja auch im Interview gesagt, man darf mal Fleisch essen, aber soll jetzt nicht so ein Fleischfresser sein. Also man kann natürlich immer erklären, pass auf Schatz, es gibt auch andere Sachen, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Nur der scheint ja sehr viel Wert auf Fleisch zu legen, auch mit Proteinzufuhr, weil er ja viel Sport betreibt. Also das passt einfach von vorn bis hinten gar nicht, muss man ehrlich sein. Ist netter, ich meine, gut anzusehen ist er ja, ist ja so attraktiv, ne? Muskulös, ja. Ne? Wenn man auf sowas steht. Genau. Ja, ist ein hübscher Mann, will ja, ich gar nicht. Absolut attraktiver, ne? Mann, ja. Ja, und der Schoko-Orgasmus. Schoko-Orgasmus. Hast du dir diese Namen selber ausgedacht, oder? Sagen wir mal so. Ich wurde ausgedacht. motiviert. Okay. Zu diesen wunderbaren Namen. Okay, alles klar. Aber es ist schon am Ende meine Auswahl gewesen. Okay. Ja. Ja. Schoko-Orgasmus. Ja, das Dessert gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, der Titel auch. Ja, überraschend. Dann kann man Mann vielleicht ein bisschen hinter dem Ofen hervorlocken. Ja. Sportspiel. Schön, ne? Wenn du den gut fandest, gib mir ein Like. Der ist gut. Wenn nicht, schreib einen besseren unten drunter. Ja, ich spule jetzt mal vor zu dem Termin, wo er zu genau. mir kommt. Los geht's im Meerbusch. Ja, los geht's. Ja, bei dir, zu Hause. Jetzt weiß jeder, wie du wohnst. Vor 9 Jahren ihre letzte Beziehung. Vor 9 Jahren deine letzte Beziehung. Ja, das sag Wieso? Ich hier. Das sag genau. Ich. Es gibt halt so Spezialdeckel und da braucht man auch Spezialtöpfe. Und die laufen halt nicht so en masse herum. Lecker. Ich habe auch mal genascht. Außerdem dauert es ja noch 5 Stunden. Das haben die auch später gesagt, das oder? Fand die ja doof. Ne? Das kann ich noch mit den armen Mann her. Oh, es war so lecker. Lecker. Dem einen oder anderen könnte dein Naschverhalten aber schon den Geschmack verderben. Also wenn er mich küssen kann, dann kann er ja auch ertragen. Wie siehst du denn da aus? Reinschlägt. So sensibel. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich hier alles voll habe wie ein Schwein. Sehr, sehr attraktiv. Du bist eine absolute Traumfrau, Claudia. Chaos. Lässt den also Zeug noch im Gesicht hängen. Also wenn du Lust hast, Claudia kennenzulernen, so eine authentische, liebenswerte Persönlichkeit, schreib doch unten drunter. Ja. Ja, ist authentisch, ne? Also da weißt du, was einen erwartet. Ist, genau, aber ja. Alle Löffel verstecken. Sonst werden sie abgeschleckt. Den eigenen mitbringen. Ich hab das, okay, jetzt können wir was essen. Ja, genau. Und den Teller weit von mir wegstellen, damit ich nicht aus Versehen, wenn du dich umdrehst, da drüber herfalle. Das ist ein super Standbild auch gerade. Ja, das bin ich tatsächlich. Wie war dieser erste Moment? Ja, er ist sehr, sehr sympathisch, aber für mich war erste Sekunde... War schon klar, das ist nix? Ist nix. Warum? Woran lag das? Der hatte einfach diese Normalo-Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung eines normalen Menschen, wo ich direkt dachte, das ist kein Verrückter, kein Crazy, kein... Da ist nicht dieses Esprit. Diese Wow-Effekt oder so. Nee. Das heißt, du brauchst jemanden, der verrückt ist, oder ja. Was suchst du? Wie ja, soll so ein dein Mann sein? Der muss was Künstlerisches ausstrahlen, irgendwas Ungewöhnliches, das in dem Blick kann das auch sein, aber halt nicht so ein Mainstream-Typ, da stehe ich einfach nicht drauf. Also es kann ein Rocksänger sein, es kann aber auch jemand ein Anzug sein, der einfach diesen Blick hat oder was Lustiges, irgendwas, was halt nicht jeden Tag so, ne? Und Alter, Gewicht oder so, guckst du da drauf, Optik, nö. Ist dir das wichtig? Gar nicht. Gar nicht. Das muss einfach was Besonderes sein, ja. Wo ich Lust habe, weil ich bin so ein Kuriositätensammler. Also ich sag so ein bisschen, Gruselkabinett kann man auch vielleicht manchmal sagen, weil für andere gruselt dann solche Verrückten, aber ja. Ich mag halt nur Männer, die wirklich, ja, die müssen irgendwas Außergewöhnliches haben. Ja. Und bei ihm habe ich da halt nichts erkennen können. Das meine ich nicht, dass er nicht was Besonderes ist für eine andere Frau. Aber ich stehe halt wirklich auf, ich meine, ich bin jetzt ja auch ein bisschen freakig und da muss dann halt auch ein Freak dazu passen, sonst ist es... Was meinst du, wie er das empfunden hat im ersten Moment? Konntest du das einschätzen? Also ich glaube jetzt im Nachhinein, dass er begeistert war, weil ich ja dunkle Haare habe. Vom Optischen dann, dass das so ihn ja, angesprochen hat. Denke ich mal, schon. Ja. Also falls du, wie hieß er nochmal? Manuel. Manuel.
Manuel, falls du zuguckst, schreib es doch mal unten drunter, was dazu. Ja, er ist auch wirklich sehr sympathisch. Also ich möchte nicht. Also macht wirklich einen sehr netten Eindruck. Absolut. Also das fand ich auch. Also nach dem super ersten Satz war ich ja echt ein bisschen geschockt nach diesem, ne, und ich war nicht verliebt und ne. Aber danach hat sich das doch auch revidiert, wo ich dachte, das ist wirklich ein, es scheint ein sehr netter Mann zu sein. Also so auch für dich vielleicht da draußen. Lern den Menschen doch einfach noch mal ein bisschen kennen, bevor du direkt abstempelst. Und selbst wenn der erste Eindruck, wo du denkst, ah nee, das geht gar nicht, mal guck noch ein zweites Mal hin, weil, also so ging es mir auch, dass ich dachte, der macht echt einen netten Eindruck. Ja, und ich fand eins mega, dass er mir Blumen mitgebracht hat. Das ist echt schön, ja. Also das ist auch wirklich eine tolle Geste, dass man so ein Geschenk oder so einen Pralinenschein, es gibt ja auch so für 3 Pralinen für 3 Euro oder was. Das ist wirklich total süß. Also wenn man sowas nochmal macht, kommt auch nicht blöd an, sondern... Überhaupt nicht. Also wenn du jetzt mit einem Handy kommst, so schenke ich dir, das fände ich schon komisch. Würde ich aber auch annehmen. Was braucht man denn? Schick uns doch mal an unsere Adresse. Nein, also ich fand ihn sehr sympathisch und es hat mich umgehauen, dass er Blumen mitbringt. Das also toll, ich habe echt nachgedacht, wann hat mir zuletzt mal einen Blumen mitgebracht und ich kann mich gar nicht dran erinnern. Meinst du, das ist auch auf seiner Idee gewachsen? Weiß ich nicht. Gewachsen oder kann auch vom Fernsehsender, weil den anderen bringt er nämlich auch Blumen mit. Also auch die anderen Shows, ist das da auch so, dass das da jedes Mal der Mann die Blumen... Ich habe nur die Folge geguckt, wo ich drin bin. Du bist eine gute Zuschauerin, falls du noch mehr Folgen gesehen hast. Ich weiß leider auch nicht. Ich habe gar keinen Fernseher. Schreib uns doch unten drunter, ob die Männer alle Blumen mitbringen. Ja, genau. Und wie du es findest, wenn du Blumen mitbringen solltest. Find's mega. Oder, ja, dann check it out. Also bei dem Ausschnitt, da muss ich ja auch ständig, war das, ne, da kann man ja gar nicht weggucken. Also, schade, dass das Bild jetzt da steht. Aber bei diesem Ausschnitt, genau, mach mal zurück. So mit der Hand irgendwie. Also da ist man auch als Frau sehr fixiert auf den Blick. Hast du das extra gemacht, liebe Claudia? Also natürlich habe ich mich so schön wie möglich präsentiert. Ich wollte ja einen guten Eindruck. Heute wir beide im Rollkragen ganz züchtig. Ja, es ist kalt. Ne? Ja, es ist sehr kalt draußen. Also habe ich natürlich extra mich sexy angezogen. Ich wusste, dieser heiße orangefarbene Neon-Body, der bringt meine Kurven richtig schön zur Geltung. Ja, definitiv. Klar. Auch der Rock. Also die Kamera hat ja eben auch so schön da drauf geschwenkt, wo man schon dachte so, und kann man drunter gucken oder nicht? Habe ich aber auch gerade gedacht. Ja, siehst du? Also diese Gedanken machen wir uns halt genauso. Also daher ist es nicht verwerflich, wenn du das auch gedacht hast. Ja, also ich freue mich, dass ich so attraktiv da erscheine, ne? Ich meine, jetzt weiß man nicht, ist das so. Das Gesicht ist auch nicht wichtig an dieser Stelle. Genau, es darf ruhig verpixelt sein. Betrachte bitte den Rest. Ne? Genau. Ich glaube, Koriander ist das. Ja. Ich glaube, das ist das, was ich nicht mag. Okay. Also, ne, es ist jetzt okay, passt ja. Aber, hab jetzt geschmeckt. Wie lange bist du denn jetzt Single eigentlich? Oder alleine? Okay. Ja, ich liebe Koriander. Ja. Also, auch dein Gesichtsausdruck sprach irgendwie Bände so. Ja, das ist tolles Essen, mag ich nicht. Ja. Was hast du gedacht, als er sagte so direkt, bäh? Da dachte ich, wie meine Mutter, die mag auch keinen Koriander. Ja, das finde ich halt schade. Geschmackssache, ja. Ja. Also ist ja. Ja gut, Koriander ist in der Tat nicht jeder Manns Sache. Das stimmt. Schon fast 10 Jahre. Also 9 Jahre. Mhm. 9 Jahre Single? Sowas. Ja, Claudia, sag. So. Claudia, sag nochmal, 9 Jahre, fast 10 Jahre Single. Wir hatten eben schon mal kurz gesprochen. Ist nicht der richtige, kreative. Ja, was glaubst du, wie das bei einem Mann ankommt? Generell, wenn man sagt, ja, ich bin schon so lange Single. Ja, die denken, man ist kaputt, aber das ist mir einfach egal, weil da bin ich halt kaputt. Ja, und? Meinen Sie, die sind jetzt besser dran, nur weil die dann von einer Beziehung in die nächste hüpfen? Da pfeife ich drauf. Deswegen ist wirklich verrückt, dass wir immer noch denken, dass es eine wertiger ist, wenn jemand erst in der Beziehung war oder noch nicht so lange Single ist, als wenn jetzt jemand länger Single ist. Das finde ich auch nach wie vor immer noch interessant, dass das leider immer noch so ist. Und wenn mir jetzt jemand sagt so, hey, ich war 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre in einer Beziehung jemand denkt dann so, wow, toll, Glückwunsch, ne, super, dass du so eine lange Beziehung hattest. Okay, ich wurde geschlagen und dies und jenes, aber man kann sagen so, Glückwunsch, 10 Jahre, 15 Jahre durchgehalten. Ja. No! Nee. Ne? So ist es nämlich eben nicht. Dann lieber
nur auch kurz in der Beziehung und dann trennt man sich lieber und man arbeitet erstmal die Sachen auf, wo ist mein eigener Wert, damit ich dann auch ja, wertiger für mich bin und dann eben auch mir sowas nicht mehr passiert in Partnerschaften. Aber okay, lass mal weiter gucken. Oh, die mag ich nicht. Nee? Ist jetzt nicht ganz so meine Richtung. Wieder mag ich nicht. Entschuldigung. Wieder mag ich nicht. Vorspeise mag ich nicht. Hauptgericht mag ich nicht. Wie kommt das bei einer Köchin an, die gerade da versucht hat, das Lieblingsgericht zu servieren? No go. Ne? Also für mich war klar, wenn nicht mal derselbe Geschmack im Mund. Also ich genieße wirklich gerne. Ich esse auch Sachen, die jetzt nicht so hochkompliziert zubereitet sind. Also ich kann auch in jedem Restaurant was Leckeres finden. Nur wenn der Mann dann so gar nicht meinen Geschmack hat, also ich, das finde ich schon irgendwie blöd. Und die Art und Weise, wie er dir das gesagt hat, mag ich nicht. Ist das, das war schon freundlich. War das okay? Okay, das hat er sehr freundlich, finde ich schon. Okay, immer, ne? Super. Und lange Haare finde ich ganz toll. Also deine sind okay, aber die dürfen auf keinen Fall kürzer sein. Also ich bin so ein Haarfetischist. Essen mag ich nicht, Haare, ich stehe auf Frauen mit langen Haaren. Ich bin Haarfetischist, was sagt er auch. Haarfetischist, was hast du gedacht? Also er sagte, ich mag total gerne Frauen mit langen Haaren. Das war so der erste Satz. Ja, da dachte ich erst, okay, dann bin ich schon mal raus. Und dann, deine sind okay. Ja, dann dachte ich, jetzt will er höflich sein, aber eigentlich sind die nicht okay. Ja, ja, genau. Dann ist mir total klar, dass die zu kurz sind. Und wenn einer schöne blaue Augen hat, dann sage ich auch mal, oh, ich finde deine Augen aber sehr schön, die sind so schön blau. Aber ich würde jetzt nicht einem Braunäugigen sagen, ich stehe auf blaue Augen, aber deine sind auch okay. Also es käme mir jetzt nicht in den Sinn. Ja. Kommt das auch von Unsensibilität? Ja, total. Also der ist super nett, aber der ist halt ein richtiger Mann, so. Mhm. So richtig so, in jedes Fettnäpfchen tritt er. Und ja, ich glaube, wenn ich dem Steak vorgesetzt hätte mit Kartoffelchips oder so, dann wäre der glücklich, wenn ich dann so klischeehaft lange Haare noch mehr den Busen hochgepresst hätte, dann das ist halt... Du hast ja schon einiges gegeben, ja, wie wir gesehen haben. Das stimmt. Ja, das sind halt so Klischees einfach so und ich stehe halt nicht auf Klischee-Männer, ne? Mhm. Aber Essen super netter. Ich mag es nicht, wenn jemand an mein Essen geht. Ich kann das überhaupt nicht haben. Zum Glück hat Manuel schon aufgegessen, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn jemand aus meinem Glas trinkt. Nur meine Tochter hat mich übrigens nicht gefragt. Was sagst du dazu, zu deiner kleinen Macke, dass du da alles abschlägst? Ich würde eher sagen, dass das normal ist. Wenn man doch in der, also weiß ich nicht, wenn ich koche, dann probiere ich doch als Koch und genieße. Ich finde das total normal, dass man mit einem Partner auch mal vom Teller sich gegenseitig was genießt. Ich finde das eher unnormal. Jetzt will ich hier nicht so vulgär werden. Man küsst miteinander, man schläft miteinander. Dann ja, ich, hast du mit ihm ja noch nicht gemacht. Nee, aber dafür hast du ihm ja schon. Aber dann. Ne, theoretisch. Und dann sagt man aber beim Essen, meinen Löffel darfst du nicht benutzen, aus meinem Gläschen nicht trinken, aber ich möchte gerne in deinen Körper eintreten. Also das ist ja total Banane, diese übersuper Hygiene kann ich nicht nachvollziehen. Gut, in dem Fall wart er ja nicht so weit, nee, aber dass man da vielleicht dann... Wenn einer schon so tickt beim ersten Date, also dann wäre er für mich was schon... Was hast du gedacht, als er das gesagt hat, dass er das nicht mag? Ja, das passt zu ihm. Der ist so pedantisch, so, das ist so ein normaler Typ halt. So, ja. Ne? Wie siehst du das denn, wenn man so zwischendurch schleckt? Findest du das okay oder sagst du eklig? Ja, nicht am Löffel, ne? So denken die wahrscheinlich die meisten. Ja, wollen sie woanders schlecken, dann darfst du ruhig rumsauen. Aber bitte nicht am Löffel, den ich im Mund nehme. Wo ich denke, okay. Ja, okay, wenn man es so betrachtet. Ja. Ich verstehe es nicht. Naja. Auch nicht gerechnet, dass da jemand kommt, der schon ein Kind hat. Draußen ist es kalt geworden. Ja, war für mich auch Überraschung, weil ich ja jetzt keine Kinder habe und auch nicht morgen Mutter mehr werden will, sondern erst, wenn ich einen richtigen Partner habe. War für mich halt so, wo ich dachte, okay, man kann mal ein Kind haben, kann mal passieren, aber ist jetzt nicht gerade für mich so... Also wenn ich zwei Männer zur Auswahl habe und der eine hat Kinder und der andere nicht, dann würde ich natürlich eher den erstmal daten, der keine Kinder hat. Wobei, ne, man kann es nie so sagen, Kinder können passieren. Kinder können passieren, es klingt wie ein Unfall. Ja, es ist ja bei den meisten auch ein Unfall, ist es ja auch, ne. Die sind dann zusammen, dann wird einer schwanger und dann stellen sie irgendwann fest, da wird einer schwanger, einer von beiden. Ja, genau. Wer könnte das sein? Die Frau oder den Mann, die Quizfrage für heute. Oder die wär's. Wenn du das richtig beantwortest.
Ja, und dann, das ist einfach so, weiß ich nicht, also ich finde es immer entspannter, weil ich ja auch so frei lebe, da kann ich leider nur wiederholen, wenn ein Mann Kinder hat, dann muss er trotzdem die Freiheiten haben, die ich habe. Ich möchte nicht Ersatzmutti für jemand anderen spielen. Mhm. Aber ist kein Ausschlusskriterium. Also würdest du, genau, das war jetzt eigentlich noch die Frage, die ich hatte. Würdest du das ausschließen, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und den du interessant findest und der hat Kinder, dass du dann sagst, nee, ich möchte dich nicht weiter treffen, weil du Kinder hast? Nein, nein, wenn die Kinder auch älter sind, ist mir das sowieso egal. Weil älter sind die ja, also wenn die so 20 sind oder so, dann okay, ich das, aber wenn die jetzt 5, 6, 8, 10 sind? Ja, ist schon für mich, also da muss ich den Mann wirklich sehr, sehr mögen und allein schon, wenn er dann sagt, ich kann das Wochenende nicht, ich habe die Kinder und wir müssen jetzt zum Kinderspielplatz, da müsste ich so viel verzichten. Mhm. Und da ich jetzt ja nicht diesen ausgeprägten Mutterinstinkt habe, dass ich nur für Kinder leben möchte, wäre das für mich eine Folter. Mhm. Also schmeckt dir der Kuchen? Das ist wirklich der absolute Hammer und hat den Namen auch wirklich verdient. Ja, das freut mich mega. Wirklich. Darauf. Immerhin, Claudia, der Orgasmus war's. Ja, ich sag mal, am Ende kommt man immer zum Orgasmus. Der Geschmacksorgasmus hat's dann doch noch gebracht. Ja, da bin ich echt, war ich sehr begeistert, dass wenigstens etwas ihm geschmeckt hat, weil man möchte ja auch als guter Gastgeber einfach auch jemanden glücklich machen mit seinem leckeren Essen, ne? Ja. Wunderschönen Abend, gute Heimfahrt. Also er ist ein super netter, was soll ich sagen? Mit dem könnte ich jeden Tag Kaffee trinken bis zum Umfallen. Aber ich bin halt nicht verliebt. Jetzt mal ehrlich, Manuel hat seine vegane Feuertaufe mit zwei... Ja, also der Funke ist nicht übergesprungen. Du hast am Schluss, was hast du zu ihm gesagt? Wir können das nochmal weiter... Ja, ich hatte gedacht, man sieht sich ja auch so. Ich meine, der ist ja nicht weit weg von Düsseldorf, lebt er und... Ja, wir sind auch tatsächlich auf Facebook jetzt befreundet. Okay. Ne? Also man kann ja immer sich unterhalten. Ist ja super nett. Ach, dann sieht er das Video ja vielleicht auch. Ja, warum auch nicht, ne? Also er ist ein super cooler Typ so. Nur ist mir nicht verrückt genug. Mhm. Aber ich habe ja einen großen Freundeskreis. Da sind ja auch nicht alle so verrückt wie ich. Ja. Und dann will ich das auch mal. Also ich würde mit ihm sofort was unternehmen. Ich wüsste genau, der Mann, der ist zuverlässig. Das ist einer, der sagt, was er tut und das ist ja auch eine schöne Eigenschaft. Das ist halt so ein Familienpapa. Ja, aber es ist ja interessant, wenn das Video sieht, wäre natürlich super interessant. Lieber Manuel, schreib es doch mal unten drunter, wie du das empfunden hast. Vielleicht jetzt, wo wir das auch so kommentiert haben, ob wir das richtig eingeschätzt haben. Oder vielleicht, ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass man sich da auch mal die andere Seite darstellen möchte. Das ist ja jetzt sehr einseitig, was wir hier machen. Ja. Daher sehr gerne. Teil uns doch mit oder mit dir mache ich das nächste Video, das wäre doch auch interessant. Ja. Dann sitzt er hier und dann kann er mal sagen, wie er das so... Ja, dann kann er auch über die anderen Damen berichten. Genau. Also er hat dich ja dann auch nicht ausgewählt. Warst du denn dann erleichtert, dass du es auch nicht gewesen bist? Ja, ehrlich gesagt schon, weil der Drehtag wäre halt ein ganzer Tag gewesen. Mhm. Und also ihr seht das jetzt ja nur 10 Minuten, aber das war wirklich von 14 Uhr bis 1 Uhr nachts wurde gedreht. Boah. Ja. Also es war wirklich hardcore anstrengend und wir haben uns kaum unterhalten können, wirklich kaum, weil immer wieder kam dann, ja, jetzt müssen wir das Thema, sonst ist es zu spät. Das heißt, immer wenn wir gerade so einen Flow hatten oder gerade irgendwie was vertiefen wollten, dann, jetzt müsst ihr mal das andere Thema, wir haben nur noch eine Stunde Zeit zum Drehen. Also es war schon natürlich und auch alles echt, aber es war halt alles unter Stress und völlig, ja, es blieb halt keine Zeit für ein, dass man sich jetzt mal 2 Stunden unterhält und die schneiden die besten Szenen raus, das gab's gar nicht. Und das heißt, du hast gesagt, so dieses Thema, jenes Thema, habt ihr die Themen vorgegeben bekommen, sodass man sagt, okay, aha, okay. Also die ist dann jetzt mal zum Thema hier, wie findest du ihn denn optisch? Oder jetzt mal Thema, habt ihr Hobbys? So, die haben eigentlich gar nicht böse gemeint, die wollten nur Spannendes, weil wir dann so ein bisschen so schweigend da auch saßen. Ja, okay, damit man weiß, okay, über was kann man überhaupt reden? Vielleicht eher dann so Inspiration. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt hättet darüber... reden müssen, sondern es war okay. Genau. Also ich fand am interessantesten, also ich habe ihm eigentlich ausgefragt über sein Politessendasein oder Politeur-Dasein, weil ich wollte eigentlich wissen, ja, warum man das macht und wie das so ist am Tag. Da wird man ja ständig angefeindet. Ja, stimmt. Finde ich ja echt krass, wie man damit umgeht. Und da konnte er mir gar nichts, also da konnten wir gar nicht uns drüber unterhalten. Hatte ja gar keine Zeit. Nee. Ja. Das fand ich ja spannend. Also ich meine, ich würde mich halt nie für so einen Beruf entscheiden, wo du so viel Anfeindungen kriegst. Aber er war da ganz locker, aus mir egal und ich mach mein Ding. Und das fand ich schon spannend, da auch tiefer so reinzusteigen in seine Psyche.
Aber das ging ja nicht darum, dass ich seine Psyche kenne. Das war, sollte so platt wie möglich sein, dass man sich so unterhält, was sind deine Hobbys? Am besten wie so ein Poesiealbum durch, wann bist du geboren, welche Sternzeichen, Hobbys und dann Punkt, ne? Ja, das ist ja auch so bei dem ersten Date. Dann hat man natürlich erstmal so die ersten Dinger, die man so abhakt und dann geht man erst in die Tiefe. Hätte ich auch sehr spannend gefunden, zu erfahren, wie ist so das Jobleben von Politeur. Politeur, wirklich, ja? Ja, Politeur, also, sagt er am Anfang. Politeur, genau, das, weil die meisten Leute mögen keine Politeure, oder? Und keine Politessen. Überhaupt Magst nicht. Magst du Politeure und Politessen? Also meine Mutter wäre mal fast Politesse geworden. Die hätte sich beworben, aber die ist abgelehnt worden. Weil? Was sind das für Kriterien, die man da erfüllen muss? Die haben gesehen, dass meine Mutter so eine liebe Frau ist. Und, ja, und die haben schon gemerkt, die Frau, die wird gar nicht aushalten psychisch. Ah, okay. Denke ich mal, weil meine Mutter ist ja immer so ganz lieb und ja. Aber sagte, nee, ich kann das, Claudia, ich kann auch Knöllchen vergeben. Und ich so, Mama, du bist überhaupt nicht dafür gemacht, du wirst der Erste kommen, dann gibst du dein Knöllchen weg. Das ist ein harter Job, da muss er auch dich wehren. Wir hatten ja auch, dass er vielleicht manchmal so ein bisschen unsensibel war, aber das muss man dann wahrscheinlich auch sein, wenn man dann so einen Job hat, weil das stelle ich mir schon in der Tat auch... Also Polizist hätte ich ja noch irgendwie heißer gefunden, bin ich ja ehrlich. Ja. Polizist ist ja auch jemand, der hat ja auch irgendwie was zu sagen, so ein bisschen mehr. Es ist irgendwie schon, da sagt man so ein Polizist, der kann ja auch, ne? Das finde ich schon Knüppel aus. Nein, aber das ist schon ein Polizist, der hat so alle Möglichkeiten. Verhaften Sie mich. Ja, genau. Nein, nehmen Sie mich mit. Der Beruf bietet ja Möglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten. Mhm. Und vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber für mich war es einfach ist langweiliger eine Beruf. Ist das Ausbildung dann auch? Oder? Ja. Ja. Ah, ja. Muss man wohl auch ein paar Monate lernen. Ein paar Monate? Ja. Also Ausbildung ist ja Jahre. Ach so, weiß ich nicht. Ja, nee, also er macht den Job bestimmt gut. Ich will jetzt auch gar nichts Schlechtes irgendwie sagen, weil er ist netter. Ja, wirklich super sympathisch. Ja. Also, genau, fand ich auch. Darf da halt nicht so eine Frau haben, die gerne einen Mann mit ehrgeizigen, beruflichen, freiheitlichen Ambitionen haben möchte. Das ist ja immer so bei den Dates. Man muss natürlich denjenigen eben auch finden, wo gewisse Interessen und, also muss jetzt nicht alle Interessen gleich sein, aber so auch die Wertevorstellungen und die Lebensvorstellungen, dass sie irgendwo sich decken und identisch sind. Und das hat ja, das können ja trotzdem mehrere Menschen total nett sein, die aber nicht zusammenpassen, wie das eben jetzt auch bei euch der Fall gewesen ist. Daher, ja, dein Resümee für die Sendung an sich? Ich finde, das ist ein sehr unterhaltsames Format. Absolut. Aber es ist halt auch sehr, sehr leider schnell vorbei. Mhm. Und ich hätte halt cooler gefunden, wenn man die Leute halt wirklich länger begleitet. Also dass es nicht nur um einen Dinner geht, wo man sich da mal kurz unterhält, sondern auch irgendwie das danach noch, ja weiß ich nicht, dass wenn er dann jemanden wählt, zum Beispiel die Blondine, dass man dann nicht nur das sieht, wie sie bei ihm ist, sondern auch noch dann mal einen Monat später. Mhm. Aber ich weiß nicht, die wollte ja nicht, deswegen... Ich glaube, das wurde gar nicht mehr gefragt. Das war dann die Sendung im Kasten. Ach so, ich dachte, ich hätte in Erinnerung gehabt, dass sie nicht wollte und dass es dann auch gar nicht dazu gekommen ist. Augenblick, der lädt gerade. Gucken wir mal das Ende. Das ist ja immer, wenn man irgendwie eine Absage bekommt. Achso, das war sie. Sie hat die Absage. Sie war sehr traurig. Die finde ich auch so süß. Das stimmt, ja. So eine tolle Frau, ehrlich. Nur noch Marisa. So eine richtig putzige. Genau, hat er sie genommen? Guten Abend. Hi. Jetzt seht ihr sie. Ja, genau. Eine traumhaft schöne Frau. Absolut, ja. Lange blonde Haare, top geschminkt, gestylt, bis zum geht nicht mehr. Auch so ein bisschen gefährlich. Also wenn er mir das mitgebracht hätte, absolutes No-Go, so ein Schokoschuh. Ja, total interessant. Also diese ganzen Dating-Shows, lass es doch mal wissen. Würdest du bei einer Show mitmachen? Wenn ja, bei welcher hast du mitgemacht? Vielleicht warst du auch schon mal bei einer. Dann melde dich doch bei mir. Vielleicht machen wir auch mal ein Video, wo du darüber berichten kannst. Mich würde es sehr interessieren auch. Ja, coole Geschichte irgendwie. Also besonders dann, wenn sich eben auch welche darüber finden. Also, gib uns doch bitte ein Like. Viele Informationen findest du unten drunter. Claudia hat ja auch selber noch einen Kanal. Du findest auch Infos unten drunter. Wenn du sie kennenlernen willst, lass uns auch das wissen. Wir können ja zu dritten Date machen. Ich gucke gerne weiter. Die Nadine sagt dann, was nicht geht. Genau. Wir sitzen mal zu dritt. Genau, ich bin dann die Soufflöse, die dann sagt, das darfst du nicht.
Sag, oder, da schmeckt dir das Vegane, der Fraß da. Oder, genau, oder wenn du in eine Show willst, kann ich dich ja ein bisschen darauf vorbereiten, dass du da selbstbewusst da reingehst. Und das ist, dass man, ist ja auch so eine Sache, dass man sich nicht blamiert dann da oder denkt so, bin da nicht so gut bei weggekommen. Alles möglich. Ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Abonnier den Kanal von uns beiden am besten. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.